Psst. Hier, hinter mir, läuft gerade ein Assessment Center. Die treffen sich noch physisch, nur LinkedIn hat heute die interessante Frage aufgeworfen, welche Rolle Video zukünftig im Bewerbungsprozess spielen wird, spielen kann, spielen soll. Ich will den Job wirklich nicht machen, aber das AMS zwingt mich zu dieser Bewerbung. Fuck, lauft die Kamera schon? Dazu eine kurze Anekdote, ich bin seit einigen Jahren in der Jury bei der Netidee, einer österreichischen Internetförderaktion, und vor einigen Jahren haben wir begonnen, zusätzlich zu den Förderanträgen von den Antragstellern auch ein kurzes Video zu verlangen, sozusagen einen Elevator-Pitch. Und ich habe da auf der Seite des Bewertenden gemerkt, dass es schon sehr hilfreich ist, nicht nur um einerseits einen Eindruck von dieser Person zu bekommen, sondern um andererseits eben auch zu sehen, ob der oder die das Projekt kurz und schlüssig erklären kann. Im Bewerbungsprozess ist natürlich Video als das vertrauensbildendste Online-Medium ziemlich mächtig. Die Frage ist sozusagen, geht es da nur darum, Ressourcen einzusparen, Bewerbungsgespräche einzusparen? Ich denke nicht. Ich sehe den Platz von Video in erster Linie in der Vorauswahl, eben im Vorauswahlprozess. Realistisch, interessiert, tough, charmant, herzlich, inspirierend, war das schon? Ergonomisch. Ritchie. Stellen Sie mich an oder ich beiße diesem Elch den Kopf ab. Und ich habe in diesem Jahr am Tag der offenen Tür am BFI einen Workshop angeboten zum Thema Bewerbungsvideos mit dem Handy drehen. Der ist auf recht reges Interesse gestoßen. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch ein großes Thema in der LinkedIn-DachTV-Gruppe, dass gerade wenn man es nicht gewohnt ist, vor einer Kamera zu stehen, gibt es da doch einiges an Scheu. Also jetzt vielleicht, wenn ich mich bewerben möchte für einen Job und ich bin jetzt zum ersten Mal hier in der Situation, ein Video drehen zu sollen oder zu müssen, dann ist das natürlich nicht ganz ohne. Andererseits wachsen wir natürlich in unseren Herausforderungen und man muss schon auch sagen, ich sehe schon, dass die berufliche Kommunikation sehr, sehr stark in Richtung Video geht. Also wenn jemand beispielsweise in einem videoaffinen Beruf vorhat zu arbeiten, Social Media Manager oder etwas ähnliches, dann ist das natürlich bis zu einem gewissen Grad auch ein Proof of Skill bereits bei der Bewerbung. Gebiete verarschen den anderen, die werden doch kein Live-Video verwenden für ein Bewerbungsgespräch. Das ist live? Na, oh, guten... In anderen Branchen, wie gesagt, da wird es auch nicht unbedingt auf die Qualität vom Video ankommen, aber letztendlich ist es genauso wie bei einem Bewerbungsschreiben. Wer mit seiner Botschaft auffällt und sich sympathisch präsentiert, wird sicherlich eine größere Chance haben, zu einem realen Face-to-Face-Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Dafür, denke ich, ist Video ein ziemlich mächtiges Medium. Ich wünsche einen schönen Start in die Woche und wir sehen uns spätestens wieder am Donnerstag um 16 Uhr bei der LinkedIn-Show.